Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 2.5 Eingabemodalitäten der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien Einfach-A und Doppel-A der Richtlinie 2.5 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Richtlinie 2.5 ist neu in WCAG 2.1 und sie gehört zum Prinzip 2. Das hat den Titel Bedienbar und lautet: Bestandteile der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein. Und die Richtlinie 2.5 hat den Titel Eingabemodalitäten und lautet: Erleichtern Sie es Benutzern durch verschiedene Eingabemechanismen zusätzlich zur Tastatur Funktionalität zu bedienen. Jetzt wird also gefordert, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, außerhalb der Tastatur Eingaben zu machen. Das unterscheidet sich jetzt zu der Richtlinie 2.1, wo es gefordert war, dass man nur durch die Tastatur etwas bedienen kann. Aber jetzt durch diese neue Richtlinie 2.5 wird das Augenmerk auch verstärkt auf Touch-Eingabegeräte und andere Geräte gerichtet. Das werden wir gleich sehen. Unter 2.5 gibt es zwei Dreifach-A-Erfolgskriterien. Das erste davon ist 2.5.5 und hat den Titel Zielgröße. Also es geht um das Zielen durch Zeigereingabe. Es lautet: Die Größe des Ziels für Zeigereingaben beträgt mindestens 44 mal 44 CSS-Pixel. Und dann gibt es einige Ausnahmen. Zunächst mal, was ist ein CSS-Pixel? CSS-Pixel ist die grundlegende Einheit für da Größendarstellungen im Web und richtet sich nach dem Gerät und der typischen Betrachtungsentfernung. Also wenn ich ein Gerät habe, das nur eine grob auflösende Pixelverteilung hat, wie zum Beispiel bei günstigen Monitoren, dann kann das genau ein Gerätepixel sein. Aber wenn ich eher eine feine Auflösung habe, wie bei teuren Monitoren oder auch bei Smartphones, dann können es 2x2 Pixel sein, also 4 oder 9 oder sogar 16 Gerätepixel, die dann auf ein CSS-Pixel gemappt werden. Es geht jetzt also darum, dass ich eine Mindestgröße habe, um ein Icon oder ein anderes Objekt mit dem Zeiger treffen zu können und das ist natürlich besonders wichtig bei Touch. Da haben wir das Fat Finger Problem. Und es kann auch noch verstärkt werden dadurch, dass sich irgendwo ein Ziel am Rande des Screens befindet. Die Ausnahmen sind jetzt folgende: Erstens gleichwertig. Das Ziel ist über einen gleichwertigen Link oder ein gleichwertiges Steuerelement auf derselben Seite verfügbar, das eben diese Mindestgröße hat. Das heißt, wenn es jetzt auf andere Weise möglich ist, dieses Ziel aufzurufen, dann ist es erlaubt, dass mal das Ziel eines dieser beiden Ziele davon kleiner ist. Die zweite Ausnahme eingebettet: Das Ziel ist in einem Satz oder in einem Textblock. Das hat man jetzt aus pragmatischen Gründen hier als Ausnahme aufgeführt, wenn man annimmt, dass ja Texte sich dynamisch anpassen an die Breite des Bildschirms oder des Fensters, also ein Reflow stattfindet. Und man geht jetzt davon aus, dass man den Text jetzt nicht dadurch verstanden will, dass man ein großes Icon hineinfügt, das dann einen erhöhten Zeilenabstand verursacht. Und wenn man den Zeilenabstand überall gleich lässt, dann würde sich ja ein großes Icon überlappen mit Text oder gar einem anderen Icon. Deswegen hat man das hier erlaubt. Aber günstig ist es natürlich nicht, wenn jetzt ein
unterstrichener Text oder ein Icon im Satz so klein ist, dass ich es mit dem Finger kaum treffen kann. Die dritte Ausnahme, Steuerung durch Benutzeragent. Die Größe des Ziels wird vom Benutzeragenten bestimmt und vom Autor nicht verändert. Also, wenn der Autor keine Angaben über die Größe macht des Ziels, dann ist das eben so durch den Benutzeragenten, dass das eventuell kleiner wird und dann ist es aber erlaubt. Ich weiß ehrlich gesagt kein Beispiel dafür. Und die vierte Ausnahme, wenn es eben wesentlich ist, eine bestimmte Darstellung des Ziels ist wesentlich für die zu übermittelte Information. Also wenn es grundlegend sein muss, dass das so klein ist. Als Beispiel nehmen wir einen Punkt in einem Diagramm, den ich verschieben möchte. Und der Punkt, der muss eben so klein dargestellt sein, damit er das realitätstreu wiedergibt. Dann wäre das erlaubt. Das Erfolgskriterium 2.5.6 hat den Titel gleichzeitige Eingabemechanismen und lautet: Webinhalt schränkt die Nutzung der auf einer Plattform verfügbaren Eingabemodalitäten nicht ein. Und dann gibt es ein paar Einschränkungen. Zunächst, was bedeutet das? Also Webanwendungen sollen nicht ein fixes Eingabegerät bedienen oder gar nur das erste zur Laufzeit verfügbare Eingabegerät benutzen, sondern sie sollen offen sein, dass es verschiedene Eingabegeräte gibt und die eventuell auch in Kombination miteinander benutzt werden. Denken wir zum Beispiel an eine Tastatur oder alternative Tastatur zur Eingabe oder auch Eingabe über Maus. Auch sogar bei Smartphones kann man Mäuse anschließen. Es gibt dazu auch Adapter. Eingabe über Trackpad, über Stift, über Touch, auch über Eye-Tracking oder Spracheingabe. Und das kann auch das Steuern eines Zeigers bedeuten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und je nach Art der Einschränkung des Benutzers, das kann auch eine situative Einschränkung sein, wird er vielleicht auch mittendrin wechseln wollen für das Eingabegerät, das er benutzt. Und das soll jetzt eben berücksichtigt werden. Also am besten, man verwendet als Autor oder als Browser eben die vom System bereitgestellten Schnittstellen dafür. Aber wenn man als Autor selber also Eingabegeräte anspricht, spezifische, dann muss man darauf schauen, dass man sich nicht beschränkt auf einige wenige. Die Ausnahmen sind, wenn die Einschränkung wesentlich ist, also zum Beispiel Unterschrift kann ich eigentlich nur gut mit einem Stift machen, oder zur Gewährleistung der Sicherheit des Inhalts notwendig sind, also wenn es um Security-Aspekte geht, oder für die Berücksichtigung der Benutzereinstellungen notwendig ist. Das waren die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 2.5, Eingabemodalitäten aus der Reihe Remax Channel, WCAG 2.1, erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter https://gpii.eu/wcag21erklärt mit ae. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.